Spiel des USV Paris-Lotron Salzburg gegen den ASV Wien. Zunächst einmal die Salzburger am Ball. Werfen in und nah am Ball. Landet gleich im Tor. 1:0 für die Salzburger. Herrlich herausgespielt, kann man da nur sagen. Dann wieder die Gäste aus Wien. Wurf, immer noch die Gäste mit sehr schöner Kombination. Jetzt kommt der Wurf, können allerdings keine Lücke finden und es bleibt beim 1:0. Schön gemacht. Dann wieder weiter Abschlag von Salkan Samacic im Tor des USV Paris-Lotron und Salzburg. Wurf, der Ball geht in die Mitte, aber auch dieses Mal passt die Abwehr der Gäste auf. Schuss und Tor, hier ist das 2:0. Keine Chance für den Geole der Gäste. Dann wieder der ASV Wien. Wurf. Aber auch dieses Mal ist das Spiel unterbrochen. Nach wie vor Salzburg Ball. Verlieren ihn an die Wiener. Pass. Aber innerhalb der 30 Sekunden. Schuss. Der Ball geht auf die Stange. Wieder Wurf von Salkan Samacic. Gute Aktion, die Salzburger versuchen es über die rechte Seite. Wurf und Tor, 3:0. Eine klare Sache, herrlich herausgespielt und ein sehenswerter Spielzug, wie ich finde. Jetzt allerdings wieder die Salzburger. Es steht 3:0. Die Wiener können den Ball für sich erobern. Wurf. Und dieses Mal geht der Ball ins Tor. Dennoch war schon nach dem ersten Viertel eine klare Führung für die Salzburger. Dann das zweite Viertel. Salzburger sind am Ball, aber der Ball geht dieses Mal am Tor der Gäste aus Wien vorbei. Jetzt wieder eine schöne Aktion der Wiener. Bringen den Ball in den das gegnerische Tor, Wurf und Tor, ein weiterer Treffer für die Gäste aus Wien. Das Spiel bleibt somit wenigstens sehr spannend. Neuer Versuch, Wurf, immer noch die Wiener am Ball und Tor. Schön gemacht, war nicht so einfach wie es aussah. Das ist übrigens der Torhüter Salkan Samacic des USV Paris-Lotron Salzburg, der auch im Wasserball-Nationalteam spielt. Erkennbar an der roten Kappe. Dann wieder das zweite Viertel. 6:2 der aktuelle Spielstand, wie man hier unschwer auf diesen Bildern erkennen kann. Wurf. Gut aufgepasst. Jetzt wieder. Die Salzburger bleiben am Ball. Gute Aktion. Aber auch dieses Mal brauchen die Salzburger und treffen auch ins gegnerische Tor. Wirklich eine sehenswerte Aktion. Pass. Immer noch die Wiener am Ball. Die Seiten wurden gewechselt, das dritte Viertel. Und dieses Mal ein weiterer Treffer für die Gäste. Dann wieder die Salzburger. Tor, herrlich gemacht. Die dritten Viertel und der Torhüter der Wiener hatte nicht den Funken einer Chance. Neuer Versuch. Wir befinden uns im Schlussviertel und abgewehrt. Es steht 10:7 für die Salzburger, wie man auf der Anzeige erkennt. Jetzt wieder. Wurf, Pass, immer noch die Salzburger in einer herrlichen Aktion, Wurf und Tor, herrlich herausgespielt, kann man da nur sagen. Jetzt wieder die Wiener am Ball, gute Aktion,
und gut aufgepasst von der Abwehr der Salzburger. Allerdings tut sich nicht mal wirklich etwas und die Salzburger können diese Partie mit 12:1 hier gewinnen.